Hallo und willkommen zum zweiten Teil von meinem Hörspiel Horror im Schwarzwaldhof. Bevor wir mit der Folge hier beginnen, will ich ein paar Worte loswerden. Zum einen, diese Geschichte gehört nicht mir. Es handelt sich um eine vorgefertigte Geschichte für das Pen-and-Paper-Spiel Cthulhu. Ich habe also keinerlei Copyright-Ansprüche darauf. Ich vertone die Geschichte lediglich, wie wir sie beim Pen-and-Paper gespielt haben. Daher unterscheiden sich viele Einzelheiten von der originalen Geschichte, da jedes Pen-and-Paper halt immer anders ist. Die Grundbausteine der Geschichte gehören aber trotzdem nicht mir. Außerdem hätte ich gerne, dass, wenn euch die Geschichte gefällt, schreibt mir Kommentare oder sonst was, gebt mir Verbesserungsvorschläge und so weiter. Ich höre euch gerne zu, weil ich will das in Zukunft vielleicht auch noch fortführen, wenn ich wieder eine Geschichte habe zum Vertonen. Von daher fände ich es nett, wenn ihr mir Kritiken und so weiter zukommen lasst, damit ich weiß, was ich noch verbessern kann. Das andere, was ich jetzt noch erwähnen will, ist ein Wunsch, den ich bekommen habe. Nämlich eine kurze Charakterbeschreibung soll ich abliefern. Die könnt ihr natürlich haben. Zum einen gibt's ja Horst Müller. Er ist von Beruf Killer und wurde von Johann Kiwi als Leibwächter eingestellt. Er ist ein eher ruhiger Typ mit der Angewohnheit, eine Münze zu werfen, bevor er sich entscheiden muss. Er führt Befehle meist ohne groß zu fragen aus und das auch mit großer Freude, vor allem wenn es darum geht, jemanden umzubringen. Außerdem hat er eine Narbe quer über den Hals verlaufend. Dein Tod ist vielleicht nur ein Münzwurf entfernt, vielleicht auch nicht. Heinrich Himmler ist ein Großwildjäger, der gerne aufschneiderische Geschichten erzählt. Zwar hat er tatsächlich viele Jagdtrophäen, aber er bläst die Geschichten seiner Folge gerne noch weiter auf. Er mag Tiere eigentlich sehr, weil sie lecker sind. Außerdem sammelt er die Augen der erlegten Beute. Böse Zungen behaupten aber, dass er noch andere Sachen mit den Tieren macht, als ihre Augen zu entfernen. Manche sagen sogar, er hat ein Alkoholproblem. Das sind allerdings alles Gerüchte, die er nur verächtlich abwinkt. Ich und ein Alkoholproblem? Ich habe genauso wenig ein Problem mit Alkohol, wie ich Sex mit Tieren habe. Johann Kiwi ist ein dunkler Primarch. Er stürzt in seiner Freizeit gerne Reformen und Gesetze und entfernt Politiker aus ihrem Amt, wenn sie Dinge sagen, die ihm nicht passen. Er steuert Teile des Regierungsgeschehens hinter dem Rücken anderer. Sein Geld verdient er durch Erpressung oder Lobbyistenarbeit und er verdient nicht so knapp. Allerdings ist er auch sehr geizig. Regierungen kommen und gehen, nur ich bleibe. Und das war alles, was ich dazu sagen wollte, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim zweiten Teil von Horror im Schwarzwaldhof. Bis bald. Ich würde sagen, wir gehen rund und schauen nach, oder sollen wir direkt von hier aus schießen? Das ist kein Problem. Ob die Wildschweine oder der Typ da unten, so schlimm wird's schon nicht sein. Ja, natürlich. Wir Heinrich, wir schießen immer auf fremde Leute, die uns nichts getan haben. Und ich bezweifle, dass du gerade überhaupt ein Wildschwein treffen würdest. Eher einen von uns beiden oder dich selbst. Runtergehen oder schießen? Runtergehen oder schießen? So eine schwere Entscheidung. Ich wirf mal eben eine Münze. Mit diesen Worten packte Horst eine Münze aus, die er kurz in die Luft warf. Sie drehte sich ein paar Mal, er fing sie auf und sah sie sich an. Okay, wir gehen runter. Ich hoffe, du willst mir damit nicht sagen, dass Schießen ernsthaft eine andere Alternative dargestellt hat. Naja, aber ich stimme zu. Wir sehen uns die Sache näher an. Die Gruppe begab sich hinaus auf den Flur. Seht nur, bei Hans brennt Licht. Wollt ihr denn nicht eigentlich schlafen gehen? Sollen wir nachsehen, was er macht? Horst, bevor du dir deine Münze wieder auspackst, klopf bitte einfach an die Tür. Horst klopfte, doch niemand antwortete. Okay, normalerweise würde ich das bei einem alten Freund wie Hans nie tun, aber unter diesen Umständen, Horst, brech die Tür auf. Mit einem Krachen öffnete sich die Tür, als der Leibwächter Johanns sich mit voller Wucht dagegen warf. Sie flog fast aus den Angeln, konnte sich jedoch knapp halten. Das Schloss fiel nutzlos zu Boden. Ausgezeichnet, ich weiß, wofür ich dich bezahle. Ich würde das natürlich selber tun, aber durch mein kaputtes Knie... Schon in Ordnung, Chef. Hans ist nicht hier drin, merkwürdig. Die Tür war schließlich abgeschlossen, aber das Licht hat er trotzdem brennen lassen. Sehen wir uns mal ein wenig um. Johann wühlte ein wenig in den Unterlagen am Schreibtisch. Nichts, nur die üblichen Manuskripte und Notizen. Nichts Besonderes, keine Ahnung, warum uns nicht hier haben will. Am Ende hat es wirklich nur etwas mit seiner Inspiration zu tun. Mit diesen Worten wandten sich alle ab und gingen hinunter, doch im Hausflur fiel Horst ein merkwürdiges Geräusch auf. Hört ihr das? Es kommt aus der Küche. Vielleicht sollten wir nachsehen. Vielleicht auch nicht. Erneut packte er seine Münze aus und warf sie in die Luft. Als er sie auffing, sagte er, also sehen wir nach. Diese Entscheidung hätte ich ebenfalls treffen können. Du solltest das Denken wirklich mir überlassen. Sie betraten die Küche. Dort stand ein wild aussehender Mann. Er hatte Laub im Haar und war komplett zerzaust. Er sah so aus, als wäre er länger nicht mehr in die Zivilisation gewesen. Die drei konnten erkennen, dass er die Vorräte in der Küche durchwühlte. Was machen Sie da? Geht! Geht weg! Lasst mich in Ruhe!
Horst, halt ihn fest, bevor er flieht. Jawohl, Chef. Nach einem kurzen Kampf gelang es Horst, dem Fremden in seinen Griff zu halten, aber dieser zappelte und wehrte sich immer noch heftig. Wer bist du? Was willst du hier? Geht, haut schon ab! Mit einem heftigen Angriff gelang es dem Wilden, sich von Horst zu befreien. Er verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht und rannte sofort aus dem Haus. Die Sache wird immer merkwürdiger, aber wir haben jetzt keine Zeit dafür. Wir müssen noch nach den Fremden draußen schauen und nach Augen der Wildschweine. Soll ich das noch weiter kommentieren? Wie dem auch sei, du hast recht, Heinrich. Gehen wir einfach raus. Den Fremden verfolgen hat eh keinen Sinn. Der ist schon über alle Berge. So wie er aussah, kennt er sich bestens im Wald aus. Gerade als die drei rausgehen wollten, kam ihnen jemand entgegen. Es war Hans, der die drei verwundert ansah. Oh, ihr seid noch wach? Ja, und wir haben einige merkwürdige Dinge gesehen, zum Beispiel die Wildschweine draußen, einen fremden Mann in deiner Küche, dein abgesperrtes Zimmer und jemand, der draußen neben der Toilette stand und uns beobachtet hat. Ein fremder Mann in meiner Küche? Also was die Wildschweine angeht, die sind hier jeden Abend. Und sie haben mir nie etwas getan, ihre Anwesenheit stört mich nicht. Was den Fremden angeht, es gibt Gerüchte, dass ein verwilderter Mann im Wald lebt. Ich habe ihn noch nie gesehen und nie viel darauf gegeben, aber es scheint wahr zu sein. Das neben der Toilette war ich. Ich war dort kurz und habe anschließend noch gemütlich eine geraucht. Mein Zimmer ist natürlich wie immer abgesperrt. Ich habe den Schlüssel bei mir. Ich glaube nicht, dass du den Schlüssel in nächster Zeit brauchen wirst. Was? Wieso das denn? Nun, wir haben uns Sorgen um dich gemacht, da hier so viele merkwürdige Dinge vor sich gehen. Die Tür war zu, aber den Licht an und auf das Klopfen hast nicht geantwortet. Da habe ich Horst gesagt, es soll einfach ein bisschen fester klopfen. Und naja, es war wohl zu fest. Ich fürchte, dein Schlüssel hat kein Schloss mehr, in das er passt. Ihr braucht euch wirklich keine Sorgen um mich zu machen, schon gar nicht so fest. Was hast du denn überhaupt so lange auf der Toilette getrieben? Lange? Das waren höchstens 10 Minuten. Wir sind schon seit ungefähr einer halben Stunde hier im Haus unterwegs und haben all das erlebt. Es muss also länger her sein. Nun, vielleicht war es doch ein wenig länger. Eine halbe Stunde könnte es schon sein. Das erinnert mich an eine alte Jagdgeschichte, aber die erzähle ich euch lieber nicht. Sollen wir uns eigentlich um dein Wildschweinproblem kümmern? Wie gesagt, es ist mir egal, mich stören sie mich nicht, aber... Und sie haben mir noch nie was getan. Du musst verzeihen, die beiden hier würden unglaublich gerne wieder ihre Waffen benutzen, wenn es dich also nicht stört. Nein, nein, nur zu. Als Heinrich voller Vorfreude nach draußen trat, wurde er sofort von einem Wildschwein angegriffen, das auf ihn zustürmte. Was für aggressive Biester! Gott sei Dank ist meine Büchse bereit! Mit einem lauten Knall feuerte er. Das Bein des Wildschweins wurde fast abgerissen. Es konnte sich keinen Meter mehr bewegen, lebte aber noch. Das war kein sonderlich guter Schuss. Ich würde sagen, ich gebe ihm den Rest. Horst schritt auf das Wildschwein zu und hielt seine Pistole genau auf dessen Kopf. Er drückte ab und das Wildschwein hatte das letzte Mal frische Luft geatmet. Ich glaube, ich weiß, was wir morgen essen können. Hans, können wir es hineinbringen? Vielleicht in den Keller, da ist es sicher kühl gelagert. Oh, wisst ihr, ich mach das schon. Es ist wirklich nicht nötig, dass ihr das Wildschwein schleppt. Aber Hans, es ist uns ein dringendes Bedürfnis, das zu tun. Wir können unseren Gastgeber ja nichts zu Schweres zumuten. Vor allem, wenn du eh nicht ganz gesund bist. Nein, nein, ich mach das wirklich gerne. Das ist kein Problem. Es ist nicht nötig, dass ihr in den Keller geht. Aber bitte, Hans, ich würde dir so gern diese Last abnehmen. Okay, gut. Wenn euch so viel daran liegt, ich zeige euch, wo ihr das Wildschwein ablegen könnt. Die vier betraten den Keller. Es war recht kalt dort unten und große Steinplatten zierten den Boden. Alles war ein wenig verstaubt, der Keller sah recht unbenutzt aus, war aber auch sehr groß. Hier hinten ist die Vorratskammer, dort könnt ihr es ablegen. Es wird sich sicher bis morgen gut halten. Jetzt, wo wir hier schon mal unten sind, würde ich gern den Raum mit dem Wein sehen. Das ist sicher einen Besuch wert und ein kleines Gläschen. Ich würde ihn dir ja zeigen, aber es ist schon so spät. Ich denke, wir sollten uns alle hinlegen, das war eine aufregende Nacht. Nur ein kleiner Blick kann doch nicht schaden. Nein, ich denke wirklich, dass wir uns hinlegen sollten. Ich zeige dir aber morgen gern den Weinkeller. Es scheint mir richtig zu sein, dass er ein langer und anstrengender Tag war. Ich denke auch, wir sollten erstmal über die Ereignisse schlafen. Alle begaben sich nach oben und als Hans in seinem Zimmer war und scheinbar den Schreibtisch vor die Tür schob, um ihn abzusperren, flüsterte Johann: In einer halben Stunde kommt ihr alle runter in mein Zimmer. Wir schleichen uns nachher in den Keller und sehen uns weiter um. Ah, dann habe ich genügend Zeit, um die Augen einzulegen, die ich von dem Wildschwein habe. Ich habe Gott sei Dank immer Gelee bei mir. Oder halten die Augen nicht so lange? Zwar habe ich schon einige Wildschweinaugen, aber das war ein besonders aggressives Exemplar. Nach einer Stunde fanden sich alle wieder in dem Zimmer von Johann zusammen.
Heinrich, du scheinst die Bedeutung einer halben Stunde nicht zu kennen. Das Eingehen hat nun mal länger gedauert. Die Augen waren anscheinend auch sehr aggressiv. Wie dem auch sei, gehen wir lieber runter und sehen uns den Keller an. Hans schläft anscheinend schon. Nachdem sich die Gruppe in den Keller begeben hat, sahen sie sich genauer um. Dieser Keller ist alt, älter als das Gebäude. Ja, das stimmt. Die Torbögen sind ganz eindeutig gotischer Machart. Ihr beide erstaunt mich immer wieder. Heinrich, wieso kennst du dich in Geschichte aus? Man muss immer so etwas wissen. Man will doch wissen, wo sich die mögliche Jagdbeute verstecken könnte. So, und welche Beute jagst du in Kellern? Fledermäuse, die haben tolle Augen. Fledermäuse haben erwiesenermaßen keine Augen. Und Horst, hast du eine ähnlich überzeugende Erklärung für dein Wissen in Dingen gotischer Baukunst? Ich habe immerhin Abitur, Johann, Chef. Ich vermute, ich bezahle dir einfach zu viel. Du hast es sicher gekauft. Die drei sahen sich um. Einige Möbel versperrten einen Eingang zu einem komplett leeren Raum. Als sie die Vorratskammer nochmal betraten, stellten sie fest, dass fast alle Lebensmittel darin verdorben waren, und zwar schon sehr lange. Sie faulten und stanken gewaltig. Schließlich fanden sie den Weinkeller. Ausgezeichnet! Seht euch diese tollen Weinfässer an. Zwei wenig verstaubt, aber der Wein ist sicher noch gut. Ich mach mal schnell ein Fass auf. Ohne weiteres Zögern öffnete Heinrich eines der Fässer oben. Das riecht gut. Wein, der länger lagert, wird nur besser, niemals schlechter. Das erinnert mich an eine alte Jagdgeschichte. Es war damals in... Was ist das? Sofort merkte Horst und Johann auf und schauten zu der Stelle, die Heinrich ansah. An der kompletten Wand wucherte eine Art grauer Schleim. Er schien halb flüssig und halb fest zu sein. Eine zähe Masse. Außerdem schien es sich ein wenig zu bewegen. Das ist wirklich ekelerregend. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe keine Erklärung dafür. Mir ist dieses Zeug ebenfalls unbekannt. Es sieht aus wie eine Art Schimmelpilz. Aber es bewegt sich. Und diese Farbe. Ich habe noch nie von etwas Vergleichbarem gehört. Horst, fass es an. Wie bitte, Chef? Ich werde doch nicht meine Hand in dieses Zeug stecken. Wer weiß, was das ist? Aber wenn es dir so wichtig ist, ich werde eines der Bretter nehmen, die hier herumliegen. Horst berührte vorsichtig mit dem Brett den Schleim an der Wand. Sofort fiel ein Stück des Schleimes ab und klatschte mit einem ekligen Geräusch auf den Boden. Ein übler Geruch verbreitete sich im ganzen Keller. Widerlich, wie das stinkt! Heinrich zog sich ein wenig von der Wand zurück, nur um festzustellen, dass an der gegenüberliegenden Wand ebenfalls dieses Zeug hing. Es durchwucherte jede Wand des Weinkellers. Ich habe wirklich keine Lust mehr auf den Rotwein von hier, und ich denke, wir sollten gehen. Das Ganze hier ist extrem unheimlich. Ja, er hat recht, wir verschwinden besser. Und Hans, sagen wir nichts hiervon. Er weiß, dass das Zeug hier an den Wänden wuchert. Schließlich muss er gestern hier unten gewesen sein, um den Wein zu holen. Außerdem wollte er nicht, dass wir uns hier unten umsehen. Irgendetwas stimmt ganz eindeutig nicht.